Hey Leute, was geht ab? Heute zeige ich euch, wie ihr den BMW Navi DVD mal ein bisschen erweitert. Und zwar, ich habe hier selber noch das Navi Professional 2015 für das Navi CCC, müsste das glaube ich sein. Also das mit dem CDs und ohne Festplatte. Und erzähle euch, wie ihr die DVD brennen müsst, wo ihr die Daten findet, was ihr dafür googeln müsst, worauf man achten muss und welche Sachen ganz wichtig sind und wie man das Ganze dann auch einfach einstellt im Navi. Ist im Endeffekt ein ziemlich einfacher Prozess. Ich habe es einfach mal probehalber ausprobiert und mich damit mal beschäftigt, weil ich wollte mal wissen, wie das geht, wenn man die Blitzer da drin haben will. Und ja, im Endeffekt habe ich ein kleines Tutorial vorbereitet, wo man sieht, was man suchen muss, wie man das brennt im Endeffekt. Ich kann euch aber nur sagen, wie es auf dem Mac funktioniert. Ich habe seit Jahren keinen Windows-Rechner mehr, seit 10 Jahren bin ich ein Mac-Krüppel, kenne mich damit aus. Und ihr braucht keine Brennprogramme, nichts Special, das läuft alles über einen Finder und könnt dann einfach da auf die CD gehen und sie brennen. Wichtig sind zwei Sachen, jetzt kriege ich gerade einen Anruf. Wichtig sind zwei Sachen, der wichtigste Punkt ist, dass ihr die DVD, dass ihr eine gute Marken-DVD euch holt. Es muss eine DVD Plus R sein. Und brennt mit der langsamsten Geschwindigkeit und auf jeden Fall keine zusätzliche Brennsoftware, außer die im Mac inklusive, die halt drin ist. Nur die braucht ihr und ja, dann kann es auch starten. Dann müsst ihr noch eine kleine Einstellung im Navi machen. Da, jetzt geht's aber ab hier, da mache ich auch noch ein kleines Video zu, das zeige ich euch. Aber im Endeffekt, die Vorteile von der DVD Plus R sind, dass das Navi auf jeden Fall richtig gut läuft. Es läuft eigentlich hier wie die Originale. Hat eigentlich keine Einbußen. Ist es von der Lesegeschwindigkeit fast identisch. Ein bisschen langsamer. Und von der Leselautstärke, du hörst leicht die DVD-Leseköpfe, also diesen Laser da ein bisschen rumrattern. Ein bisschen lauter als es beim Original ist, aber nicht wirklich lauter. Das ist der Nachteil mit der DVD minus R. Und zwar habe ich das auch probiert, das funktioniert überhaupt nicht. Also er erkennt die Karte, er lädt extrem lange und die hörst die ganze Zeit nur diesen Lesekopf rattern und das Laufwerk am rumjaulen und das ist super langsam, ist das eigentlich nicht brauchbar. Also von daher achtet drauf, DVD plus R, Marken-DVD, kein Brennprogramm und wichtig, die ganz langsame, also die langsamste Geschwindigkeit, die ihr wählen könnt, müsst ihr wählen. Und ja, jetzt geht's los, ich zeige euch und viel Spaß. Also am besten ist es, wenn ihr es so macht, dass ihr die DVD schon eingelegt habt, die leere DVD, und dann einfach in den Ordner geht und mit Rechtsklick dann auswählt, dass ihr die CD brennen wollt. Also ich habe mein System auf Englisch, deswegen steht da bei mir jetzt Burn Disk Image. Und ganz wichtig ist, dass ihr den langsamsten Speed auswählt, den ihr könnt. Ich habe immer mit den Verifizieren gebrannt und dann einfach auf Brennen drücken und dann warten. Das dauert ungefähr eine Viertelstunde, bis die DVD fertig ist. Ansonsten, wenn ihr die Datei braucht, die ihr haben wollt, dann gebt einfach genau den Wortlaut so ein bei Google und ihr findet so ziemlich schnell das, was ihr wolltet. Und ja, das wäre es soweit auch schon und jetzt erzähle ich euch später über die DVD ein bisschen mehr was. Da ist von der Marke Rico oder sowas. Ja. Keine Ahnung, wo ich die eigentlich gekauft habe. Kann sein, irgendwie bei Lidl oder bei Penny oder bei Mediamarkt oder sonstiges. Ist auf jeden Fall eine DVD R Plus und die läuft auf jeden Fall mega gut. Ich pack die mal rein. Werde ich gleich mal sehen. Ich hoffe, das funktioniert auch jetzt genauso. Ne? Aber ihr seht, kurz dunkler machen. Er erkennt die DVD sofort. Und das erste Mal dauert es immer ein bisschen, muss man die Daten einspeisen. Zack, das Karte. Meist nimmt natürlich dann dieses hier in Anspruch, wenn man da rumswitcht. Die Blitze sind auch gleich mit aktiv. Man sieht, die DVD R Plus läuft derbe flüssig. Guck mal, wie viel sie Geld verdienen hier. Gleiches Spiel, wenn man im Navi drin ist. Kurz mal aus die Perspektive gehen. Da. Icons ausblenden, zack, weg sind sie. Jetzt sind sie wieder drin. Standort ganz nach unten zu Blitzer auf alle. Entfernung volle Pulle.
Ups. Dann Suche starten drücken. Und dann macht er einmal alle Blitzerlitter aus dem System raus. Das sollte jetzt alles viel, viel, viel flüssiger funktionieren als mit der DVD minus R. Die plus R ist auf jeden Fall die Wahl. Und so, lasse ich die nochmal kurz nudeln. Bam. So, jetzt hat er die hier alle erkannt. Jetzt kann man auch wieder ganz entspannt rausgehen. So sieht es nämlich aus, wenn das Ganze funktioniert. Zurück. 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 Kilometer ändern. Ich glaube, irgendwann blendet er die aus, dass es nichts überfüllt ist. Aber die Karte funktioniert relativ schnell, relativ flüssig. Das weiß natürlich jeder, wo ich herkomme. Und deutlich besser. Eigentlich läuft die so gut wie die Original. Hat aber nur einen kleinen Geräuschpegel. Hier sieht man hier ganz viele Blitze am Start. Ist auf jeden Fall ziemlich geil, das Ganze. Ja, ich hoffe, ihr kriegt das auch hin. Viel Spaß beim Nachbrennen. Falls ihr Probleme mit dem Navi haben solltet, mal kurz Halte machen hier, gibt es auch den sogenannten Navi Reset. Das ist einmal beide Auswerftasten drücken, die hier oben nämlich und die hier unten und dann den Ausknopf gleichzeitig. Zack. Jetzt brüht er einmal neu. Genau, und wenn er irgendwie die DVD nicht gleich erkennen sollte, wenn ihr die reingeschoben habt und das irgendwie nicht ganz klappen sollte, wie ich das euch eben erzählt hatte, dann einfach die DVD nochmal rausnehmen, Zündung an, ausmachen und dann einfach nochmal das Navi resetten, also DVD rausnehmen oder halt drin lassen, also nochmal das Navi einmal neu starten, wie ich es eben gemacht habe. Also einmal auswerfen oben, auswerfen unten und den Powerknopf drücken und dann bootet er das Navi neu und dann fängt er auch langsam an, die Karte zu laden. Dann müssen wir dunkel machen. Hey, da bin ich wieder. So, ich hoffe, das Tutorial hat euch etwas gebracht. Das, was ich da im Auto aufgenommen habe, was ich euch eben gezeigt habe, ist eine Aufnahme von gestern oder vorgestern, wo ich noch nicht ganz hundertprozentig klar war, was wie wo alles geht. Deswegen habe ich das so ein bisschen rumgeschnitten, dass es von der Logik her passt. Kann aber auch sein, dass ich ein, zwei Sachen doppelt erzählt habe. Ich habe das aber jetzt so gemacht, dass ich hier alles einmal zusammenfassend erzähle. Ich hoffe, ihr habt es hinbekommen und könnt mit dem Tutorial was anfangen und habt vielleicht selber bei euch bald die Blitze im Navi drin. Wäre auf jeden Fall cool zu hören, ob es bei euch geklappt hat oder ob ihr Schwierigkeiten habt oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt gerne in die Comments. Ich versuche euch da zu helfen und ansonsten geht's weiter mit BMW-Themen in der Zukunft. Mal gucken, was sich noch so alles ergibt. Ich habe noch ein paar Projekte offen, die ich mal so machen will, wie zum Beispiel, ich habe einen Pipercross Luftfilter drin. Ich will mal 0-260 Vergleichsvideo machen mit Originalfilter und mit einem Pipercross Filter auf der gleichen Strecke und der gleichen Bedingungen. Ob man da irgendwas Messbares herausfindet im normalen Alltag vom Gefühl her, weil den habe ich jetzt auch schon gutes Dreivierteljahr drin, also dann könnte ich euch noch mal ein bisschen was erzählen über Unterschied Original, Pipercross und K&N Filter, weil ich hatte beide drin, vor dem Pipercross hatte ich den K&N Filter drin, könnt ihr euch da ein bisschen was drüber erzählen. Und was plane ich noch? Genau, im März oder so um den Dreh ist bei mir Ölwechsel angedacht, dann kommt noch mal Ölwechsel, ich habe mir schon diese Motor Liquimoli Proline Motorspülung bestellt, dann dieses Keramikzusatz, Additiv, was da auch alles mit reinkommt. Das werde ich dann auch nochmal als besseres Video verfilmen, weil das erste, was ich gemacht habe, ist eigentlich erst eine Schnapsidee geworden und anscheinend läuft es ganz gut, weil es mittlerweile das stärkste Video ist, was ich hier auf dem Channel habe. Deswegen keine Ahnung, was sich da noch ergibt, aber ich will euch ein bisschen was bieten. Ja, weißt du nicht, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, fragt gerne. Ich versuche sie so gut ich kann zu beantworten. Ansonsten, welche Projekte habe ich noch offen? Ein bisschen Auspuffsound mal mit dem neuesten Mikro, das ich habe. Dann wollte ich auch mal eine Fahrt machen, wenn ich den Luftfilterkasten offen lasse. Und dann auch mal ein bisschen beobachten, wie die Ansaugtemperatur sich geändert. Weil ich habe jetzt auch hier gerade auf dem iPhone iCarly drauf, wo man das auch ganz geil auslesen kann, die Ansauglufttemperatur. Das interessiert mich mal, ob das hier im Winter irgendwelche Unterschiede macht.
wenn man offen fährt und ein bisschen mehr Ansauggeräusche in den Innenraum reinholt. Und natürlich auch ein Soundvideo dazu. Also ich habe noch ein bisschen was vor. Bleibt dabei, wenn ihr irgendwelche Fragen und Anregungen habt, gerne reinkommentieren, gerne ein paar Sachen vorschlagen. Ich versuche das irgendwie alles umzusetzen. Ansonsten viel Spaß und viel Erfolg beim Brennen der DVD und fahrt vorsichtig. Peace.